So, und weiter geht's mit StarCraft. Wir waren gerade dabei, beziehungsweise haben gerade Mira bezahlt, dass wir ihre Basis benutzen können. Oh, da ist ein Raketenturm, der gefällt mir gar nicht. Und das gefällt mir auch nicht, dass der hier so... Na gut, das war jetzt ein bisschen Schwachsinn. Wobei ich die da vielleicht noch ausschalten sollte. So, dann schicke ich die hier noch entgegen. Natürlich getan. Was kosten denn eigentlich eine Nuklearrakete? Die kostet gar nicht so viel. Dann bauen wir doch gleich noch ein zweites Schattenkommando zentralen Dingsbums. Der kommt mal kurz mit zum Heilen zurück. Sollte ja relativ schnell gehen, weil der ganze Medics, die hier rumsteht. So, sehr schön. Klaue ich mir die mal hier. Wenn ich hier eine Nuke reintroppe und die Raketentürme damit wegkriege, wäre das schon mal ziemlich nice, um ehrlich zu sein. Ich kann es ja mal versuchen. Ja, das funktioniert hier nicht. Da muss ich die wohl hier hin machen. Hoffentlich haut es hin. Ich habe das Warten satt. Gnade ist für die Schwachen. Die Zeit ist gekommen. Na hopp. Wie jetzt? Wollt ihr mal verarscht? Warum hat die jetzt keinen Schaden gemacht? Das ist ja mal mehr als asozial. Na toll. Na toll, ey. Bleibt die Verstärkung. Immer einen Schritt voraus. Okay, das war jetzt anders, als ich mir es vorgestellt habe. Dann bauen wir halt noch ein paar von den Einheiten. Und da kommt der Gegner an. So, sehr schön. Da kann er gegen healen, wie er will. Wird ihm nichts helfen. Wir könnten noch ein paar. Ach nee, mein Söldnerlager ist kaputt gegangen. Sehe ich gerade. So, das Ding kriegen wir down. So, sehr schön. Frage ist, was mache ich jetzt mit den Nuklearraketen? Habe ich eigentlich irgendwas Fliegendes? Nee, ne? Ah, aber ich habe meine Kommandozentrale, mit der ich scannen könnte. Du haltst mal den da hoch. So, sehr schön. Ich habe das Warten satt. Die Zeit ist gekommen. So, wie komme ich jetzt da oben zu dem in die Basis rein? Wahrscheinlich gar nicht, so wie das aussieht. Na gut. Ich glaube, dann lasse ich den Plan einfach mal ruhen. Schnapp mir meine ganze Armee hier. Und gehe da jetzt vorne rein. Beziehungsweise stell hier die Tanks auf und scan dann nach oben. So, sehr schön. Naja. Das war jetzt taktisch nicht ganz so klug, aber okay. Nur meine Tanks. Mal bitte beide hier hin. So. Und hochscannen. Nein. Abgelehnt. So, einmal wieder hochscannen. Wo ist mein Ghost? Ich hab das Warten satt. Wo ist mein Ghost? Da ist mein Ghost. Beziehungsweise Phantom. Sind ja noch keine Ghosts von dem her. So. Dann kann ich jetzt... Okay, dann nehme ich jetzt mit nach vorne zum Reparieren. Beziehungsweise kann jetzt endlich mal dieses Ding da umliften. Weiß nicht, ob sich das noch unbedingt lohnt, aber okay. Nee.
Ah, okay, läuft. Fahr zur Hölle. Ich spüre ihre Angst. Lauter! Dann könnte ich eigentlich mit denen jetzt mal hier hochfahren. Na los jetzt. So. Sehr schön. Wo ist die nächste Invest Detection? Immer einen Schritt voraus. Holt einen Leichensack. Den eliminiere ich mal hier, bevor er irgendeine Scheiße wieder baut. Die Zeit ist gekommen. So, und dann wird's mal Zeit für meine erste Nuke wieder. Die setze ich, na wobei. Ich spüre, das kann ich eigentlich auch so ausschalten. Nee, verdammt. Da brauche ich ein paar neue jetzt. Dann tue ich die mal hier oben hin. So, einmal das Ding hier angreifen, bitte. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Okay, das Geschenk gefällt mir gar nicht. Da tue ich meine Tanks hier auch weg, bevor die drauf gehen. So, und wieder nach oben. So, sehr schön. So, du Tank, kommst einmal hier hin, bitte. Naja, das war jetzt unklug. So, sehr schön. So, und zurück hier erstmal. Um wieder aufzustocken. Beziehungsweise, wo sind unsere Ghosts? Hier unten. Was machen die denn alle hier, bitte? So, meine Ghosts. Alle mal hier ein bisschen zurück. Er leuchtet mich. Geht mir weg. Sie haben keine Chance. So, die Frage ist jetzt, inwieweit ich da hoch kann. Gar nicht mal so weit hoch. Ich spüre ihre. Ich hab sie im Visier. Das ist tatsächlich uncool. Aber okay, das kriegen wir schon hin. Baue ich hier einfach noch ein paar Marauders. Und da noch ein paar Marines. Und dann sollte die Sache laufen. Bin schon dabei. Habe ich hier eigentlich ein neues? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, dann baue ich mir mal hier so ein Söldnerquartier. Was hat er denn da noch? Jede Menge Scheißdreck, mit dem ich mich eigentlich nicht so unbedingt anlegen will. Da sind noch ein paar Ressourcen, die wir noch mitnehmen. Möglichst ohne zu sterben, dankeschön. So, was ist da unten noch? Ah, noch Ressourcen. Ressourcen. Okay. Ich hab das Warten. Na gut. Die Zeit ist gekommen. So. Mein Söldnerquartier ist gleich fertig. Oh, es geht los. So, was holen wir denn da? Auf jeden Fall die Siegebreakers. Die Vikings, weil der hat da oben auch noch so ein Piratenschiff und unser eigenes Piratenschiff. Dann können wir die eigentlich auch noch alle mitholen. Wenn wir gerade eh schon dabei sind. So. Wann geht's los? Da haben wir. Jawoll. Niemand lebt ewig. So will ich das haben. Schlechte? So gefällt mir das. Wunderschön. Was jagen
So, gut, dann tue ich mal die Panzer hier vorne hin. Wo bleiben die denn? Ihr könnt ruhig mit vorkommen, da habe ich kein Problem damit. Was ist das Ziel? So, du kommst einfach mal hier hin. Sie wünschen. So. Ihr kommt hier hin. Lauter! So, dann ist das meine Nahkampfangriffstruppe quasi auf 1. So, sehr schön. Die kommen auf 2 da oben. Und die lasse ich einfach mal da hinten stehen. So, den tue ich mal ein bisschen vor. Kann ich den vorziehen? Den vorziehen? Den vorziehen? So, sehr schön. So will ich das haben. Dann kann ich den hier vorziehen, dann kann er den Bunker da oben angreifen, hoffentlich. Kann er? Ja, kann er. Sehr schön. Was hat er da oben noch so? Ja, nichts Gutes für meine Ring. Aber wird schon. Da oben hat er noch einen Raketenturm. Den schalte ich natürlich auch aus. So. Und wischen nach oben. Sehr schön. Das gefällt mir gar nicht so. Okay, das geht down. Ein Tank haben wir verloren, aber das war es, glaube ich, wert. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Dann mal gucken, ob ich da hochkomme mit dem. Nein, tue ich nicht. Okay. Dann mache ich das jetzt anders da. Den schicke ich zum Reparieren und dann greife ich von der Seite mit den Türmen hier an. Da oben hat er noch einen Turm. Aber ich glaube, es ist der, wo hier in meine Basis lunzt. So, check ich den mal ein bisschen vor. Dass sie schon mal hier oben hinschießen können. So. Mit dem Kreuzer sollte das ja eigentlich funktionieren. Raketenbeschuss habe ich auch. Jawohl. Gleich mit der Yamato. Geschwader unterwegs. Sehr schön. Alex, kostet die nicht gerade wenig. Ah, das läuft schon. Sehr schön, dann kann ich den wieder zurückziehen. Dann kann ich mit meinem Ghost jetzt hoffentlich endlich da hoch. Nein, kann ich immer noch nicht. Was sieht mich denn da noch? Wobei, ich könnte jetzt hier einfach die Nuke reinhauen. Ja, jetzt haut er ab hier. Ja, jetzt ist der Tank weg. Der Ghost scheint auch drauf gehen zu wollen. Und es macht halt echt kaum Schaden. So, jetzt kann ich hier unberuhigt hochgehen, glaube ich. Sehr schön. Jawohl. Schon gut, ich gebe auf. Ihr habt ja euren verdammten Adjutanten. Ich sollte dem Universum einen Befreiungsweg ordnen. So dumm nur, dass ich dich vielleicht eines Tages brauchen könnte. Mira, sei so gut und regel das. Mit Vergnügen, Rainer. Ich werde mich gut um diese Schlange kümmern. Und sogar umsonst. Sehr schön, da haben wir unseren Erfolg. Ne, das war nicht da, da ist er. Keine BBS bauen, hat super funktioniert. Kills mit Spinnenminen, ja, da hat man noch einen Erfolg abräumen können. Aber dazu hatte ich, glaube ich, nicht genug Spinnenminen, ich bin mir unsicher. So, läuft, 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 alle Protosserforschungen, wunderbar. Ist ja ganz gut gelaufen, diese Mission.
Kann man sich nicht beschweren eigentlich. Mal gucken, was es Neues auf dem Schiff gibt. Normalerweise müsste es jetzt die Adjutanteninformation geben, die wir uns organisiert haben. Die würde mich mal brennend interessieren, was die Liga da vorgehabt hat. Aber ich denke, das finden wir jetzt gleich raus. Sir, der entschlüsselte Adjutant ist wieder im Labor und sollte jetzt betriebsbereit sein. So, altes Mädchen. Wir haben dich auf Tarsonis ausgegraben. Warst du während des Zerg-Angriffs online? Kannst du dich daran erinnern, ob Arcturus Mengsk beteiligt war? Mengsk, Arcturus. Ehemaliger konföderierter Offizier, ziviler Prospektor, Gründer und Anführer der Terroristengruppe Söhne von Kohan. Status, kriminell. Zugriff auf abgefangene Übertragungen 0081 bis 0086 Alpha. Hier ist Duke. Die Emitter sind gesichert und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen die Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug, aber jetzt wollen sie die Zerg gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn! Sie hat recht, Mann. Denken Sie nochmal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle, führt sie aus. Das werden Sie noch bereuen. Sie scheinen meine Position hier nicht zu begreifen. Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Wenn Sie versuchen sollten, mir ins Gehege zu kommen. Heilige, ich glaub's einfach nicht. Damit können wir Mengsk festnageln. Klingt doch schon mal sehr schön so. Forschungskonsole. Unsere Protoss Forschungspunkte verkaufen. So, gehen wir mal in die Schiffsmesse. Mal wieder die Nachrichten angucken. Imperator, es wurde viel über den tragischen Untergang von Tarsonis geschrieben. Tiloskis Enthüllungsreportage Götterdämmerung eines Imperiums behauptet sogar, dass sie persönlich die Konföderation gestürzt haben, indem sie für den Fall von Tarsonis sorgten. Verschwörungstheorien gibt es immer wieder. Fakt ist jedoch, dass eine Großinvasion der Zerg auf Tarsonis stattgefunden hat und keine Macht des Universums sie hätte aufhalten können. Es war ein wahrhaft schrecklicher Tag. Tiloskis Film betont die scheinbare Zweckmäßigkeit des günstigen Zufalls, dass die Aliens eine korrupte Regierung auslöschten, die sie selbst ihr Leben lang zu stürzen versuchten. An diesem Tag sind Millionen gestorben und Sie sprechen von Zweckmäßigkeit? Ja, ich bekämpfte die alte Konföderation, doch niemals zu meiner persönlichen Bereicherung. Als es für mich an der Zeit war, die schwere Last der Führung zu übernehmen, so tat ich es nur, um unser Überleben als Spezies zu sichern. Klare Worte vom Imperator selbst. Als nächstes im Programm Zerklinge, allergisch gegen Zitronensaft. Nur Altweibergeschichten oder die neue Superwaffe im Kampf für die Menschheit. Ja genau, wir rüsten jetzt unsere Space Marines mit Melonenkanonen aus. Verrat mir doch mal, was zwischen dir und Mengsk damals passiert ist. Sieht so aus, als wärt ihr mal unzertrennlich gewesen. Ich dachte, dass Mengsk die Dinge ändern könnte. Seite an Seite habe ich mit ihm gekämpft. Bis Tarsonis. Da hat er dann die Zeit dazu benutzt, die Bevölkerung des gesamten Planeten auszurotten. Er überließ Kerrigan ihrem sicheren Tod. Nur weil sie ihre Meinung gesagt hat, dieser elende Mistkerl. Am Ende war er kein bisschen besser als die Konföderation. Verdammt. Du hast ein echt gutes Händchen für Freunde, Jimmy. Warte, habe ich gerade Melonenkanonen gesagt? Ich meinte natürlich Zitronenkanone. Ich hoffe, das sollte klar gewesen sein. So, da gibt's nichts. Spinnenmine. Uhuhui. Spinnenminen gehören zu einer sehr kleinen Kategorie von Technologie, die von der alten Erde kam und den Absturz der Kolonieträger überlebt hat. Terranische Infanterie ist traditionell den Freund-Feind-Erkennungssensoren gegenüber sehr kritisch eingestellt.
Ist verständlich. Ist sehr verständlich. Im Jahr 2499 veröffentlichte Sean Pictures Spinnenminen 4, der Tod von unten. Und damit wurde eine Serie über Spinnenminen, die ein Bewusstsein entwickelten und sich gegen ihre menschlichen Erschaffer richten, fortgesetzt. Es war gleichzeitig das letzte Holo der Serie. Okay. Ja, lustige Rückblickchen hier, die Minen. Was hat Sworn uns noch so zu sagen? Diese dämlichen Söldner waren immer noch Adler. Kannst du dir das vorstellen? Die Dinger sind der reinste Selbstmord, selbst wenn keiner auf dich ballert. Immer langsam, Sworn. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft mein alter Adler mir den Arsch gerettet hat. Ich werde mir dieses gute alte Meisterwerk terranischer Ingenieurskunst nicht von dir schlecht reden lassen. Alt? Ja, das könnte man sagen. Nur heutzutage bevorzugen die meisten Leute Motorräder, die nicht gleich explodieren, wenn der Vergaser mal wieder versifft ist oder bei denen kein radioaktives Zeug aus der Treibstoffzelle tropft. Aber hey, wen stört sowas bei einem alten Meisterwerk? Du bist ein alter Klugscheißer, Sworn. Was hat er gegen die Adler? Minen... Nö, ich glaube, das lassen wir. Ich habe nicht unbedingt vor, die zu nutzen. Von dem her ist es relativ uninteressant. Das könnte ich mir noch kaufen. Wobei... erstmal nicht. So, Sternenkarte. Gucken wir uns schon mal die nächste Mission für Hörner an. Um was es da geht. Die Aufnahmen, die wir im Speicher des Adjutanten dekodiert haben. Oder, ja, wir verschieben es lieber auf die nächste Folge, wenn ich mir so die Zeit angucke. Wir müssen auf jeden Fall einen Odin stehlen. Das könnte so eine Art Tor sein. Diese komische Riesen-Terran-Einheit, die ziemlich alles wegballert, was hier so in den Weg kommt. Aber damit lassen wir uns in der nächsten Folge von StarCraft 2 überraschen. Ich verabschiede mich für diese Folge, ja. Raumjäger. Flugeinheit, Präzisionsangriffe. Okay. Gut. Habe ich mich gerade ein bisschen ablenken lassen. Aber gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von StarCraft 2. Tschüss.